Hallo zusammen. In der Welt der Funktionentheorie der komplexen Analysis gibt es einen ganz berühmten Satz, und zwar der Satz von Liouville. Der besagt, dass jede beschränkte ganze Funktion, ganz heißt holomorph auf ganz C, die Funktion, die ist konstant. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Aussage. Und wir wollen jetzt diesen Satz verwenden, um folgende Aussage zu beweisen. Wir haben eine ganze Funktion f, die ist nicht konstant. Okay, die ist nicht konstant. Dann gilt, für jede komplexe Zahl gibt es eine Folge, sodass das Bild dieser Folge unter f konvergiert und zwar gegen diese komplexe Zahl. Das heißt, also jede komplexe Zahl, für jede gibt es eine Folge, sodass f von dieser Folge konvergiert gegen a. Okay, so wie beweisen wir das jetzt? So, wir nehmen an, das stimmt nicht und bringen das zu einem Widerspruch. So, angenommen, die Behauptung stimmt nicht. So, was heißt das jetzt? Das bedeutet, es muss ein A geben. Es gibt ein A, sodass das halt nicht erfüllt ist. Ja, das heißt, wir haben ein Epsilon, sodass der Abstand von f von z minus a, das ist größer gleich dem Epsilon für alle z. Ja? Somit kann es nicht konvergieren. Keine Chance. So, und was wir jetzt machen ist, wir bringen das jetzt so weit, dass, wenn das so ist, dann muss f konstant sein. Was aber nicht sein kann. Ja, weil f ist nicht konstant. So, um das zu machen, definieren wir uns eine Funktion, eine Hilfsfunktion mit Hilfe von f, die beschränkt ist und ganz, also holomorph in ganz C. Und dann muss diese Hilffunktion nach Liouville konstant sein. Aber wir werden die Hilffunktion mit f definieren und dann wird daraus folgern, dass f konstant ist. Also das heißt, wir wollen ja eine Funktion, die beschränkt ist. Das ist größer gleich Epsilon. Das heißt, es macht Sinn, die Funktion anzuschauen 1 durch, weil das wäre ein Betrag kleiner als 1 durch Epsilon, was beschränkt ist. Okay? Also das heißt, wir definieren uns eine Funktion g. Das ist eben 1 durch. 1 durch f von z minus a. Naja, das ist eine ganze Funktion. Also die ist holomorph in C, also ganz. Und die ist auch beschränkt. Warum? Naja, das ist 1 durch f von z minus a und wegen hier ist das kleiner gleich 1 durch Epsilon. Ja, das war für alle komplexen Zahlen C. Das heißt, g ist beschränkt und auch ganz. Das heißt, nach Liouville, das folgt nach Liouville-Satz von Liouville, g ist konstant. So, wenn man sich die Definition aber von g anschaut, dann müssen wir daraus folgern, f ist konstant. Ja? A ist ja eine komplexe Zahl, f ist konstant. Daraus folgt Definition von g. F ist konstant. So, das ist aber ein Widerspruch, weil f ist nicht konstant. Genau, und das beweist auch die Aussage. Gut, sehr schön. Dann, ja, hoffe ich, dass es euch hilft und weiterbringt. Ich bin am Ende und setze einen Punkt. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.